zu FIFA 19 mit dem Jahre 85 vom Knalltüten Gaming und wir sind heute in der Europa League gegen den FC Porto. Training machen wir heute keins, denn Europa League ist natürlich sehr spannend, da wollen wir nicht die Zeit vergeuden mit ein bisschen Training. Wir sind gut genug und wir stehen natürlich in der Startformation. Das zeigt, dass wir wirklich ganz gut sind. Das scheint das Hinspiel zu sein. Das heißt, wir spielen bei uns. Wir müssen also gut sein. Damit es im Endeffekt nicht so aussieht, dass wir ein Ergebnis hinterher rennen. So, das klappt irgendwie bei uns sowieso nie hier. Deswegen ist es nicht so schlimm. Wir starten direkt ins Europapokalspiel. Bei uns zu Hause. Gegen den FC Porto. Los geht's. Wir spielen von links nach rechts. Mit Jahre 85. Spielt einen super Pass. Flanke kommt. Der Kopfball. Tor! Zweite Minute. Das 1:0. Das ging ja mal schnell. Von Bruma. Da geht die Sonne auf. Auch wenn das mitten im Januar hier ist. Sehr schön. Der Pass kam. Flanke erst recht. Und dann mal wieder das Kopfballtor. Sehr schön. Ja, Bruma. In der zweiten Minute. So. Ich kann mir vorstellen, dass Porto jetzt Urbel zeigt, was sie können. Ja, zum Beispiel hinfallen. Und dann gibt es keine gelbe Karte. Was ist denn das für ein Spiel? In der vierten Minute. In aller zwei Minuten was passiert, müssten sie jetzt treffen. Hoffentlich nicht. Puh. Jetzt müssen wir eine Chance. In der Zeit. Abstoß von Gulaschi. Ja, jetzt spielt aber Porto auf. Ach ja, Robo bekommt den Ball nicht. Gut, das hätte, glaube ich, niemanden verwundert jetzt. Gut dazwischen geschmissen. Ecke für den FC Porto. So. Oh, abseits. Schön. Nee, du hast den Ball nicht. Wir klopfen den nach ganz vorne. So. Und Timo Werner kommt auch schon mit dem Angriff. Aber hat den Ball nicht bekommen. Und Porto jetzt mit dem Angriff. Jetzt legen sie los. Machen so eine Mistflanke. Und Gulaschi hat Abstoß. Schön. Sehen. Da ist auch schon der Angriff im Gange. Eine Flanke, die nicht ankam. Porto kam dazwischen. Ah, der Ball war zu weit. Schade, schade. Guter Angriff. Aber es wurde nicht gekrönt. So. Dazwischen gegangen. Porto schießt den Ball an die Latte. Und Gulaschi hält ihn im Nachgang. Sehr gut. Das war knapp. Da läuft ein Freund von uns. Sieht aus wie Emil Forsberg. Die Flanke spielt auf Jaho. Und Jaho. Wie kann man den aus der Nähe an den Pfosten hauen? So eine Pfeife. Oh. Das war ein todsicheres Ding. Oh je, oh je. Das scheint abseits gewesen zu sein. Genau, so sieht es aus. Der Ball flattert jetzt nach vorne. Jaro verliert den Ball ganz exzellent. Und Porto im Angriff. Zweikampf. Das war so nicht gedacht von Porto. Sehr gut gesehen.
Und jetzt die Flanke. Ah, schade, schade, schade. Gut gemacht. Ach, Mensch. Hört doch mal auf mit euren blöden Fehlpässen andauernd. Da muss man so viel verteidigen. So, aber gut, Lashi macht's von allein. So, und jetzt kommt kein Angriff von Porto. Dann wollen die jetzt. Oh, Gott. Alle ran jetzt hier. Super gespielt. Auf Jahre 85, der Ball ganz elegant wieder verliert. Wie eine Fee schwebt er über den Platz. Und ist ganz erschrocken, wenn er den Ball kriegt. Toll. Oh, guter Schuss. Au. Halbzeit 1:0. Jahre 85, zwar mit einigen Ballkontakten, aber das waren wirklich bloß Ballkontakte. Mehr ging da nicht. Und natürlich der Pfostentreffer aus nächster Nähe. So ein Idiot. So, oh, jetzt wird aber Porto wach, richtig wach. Gespielt. Aber dann doch etwas zu ungenau. Schuss! Ja! Ein super Ding von Jahre 85, der jetzt endlich aufgestanden ist. Der Wecker hat geklingelt und er trifft. Und er hat sogar eine gelbe Karte. Wunderbar, weil er hat da alles. Wunderbares Ding. Und der Strafraumgrenze. Hübsch, hübsch. So, genug gefreut. Zeigt das mal das Tor nochmal. Jacho bekommt den Ball. Weiß nicht wohin. Macht den kleinen Haken. Schießt und trifft. Wunderschmuck. So kann es weitergehen. In der 51. Minute. So. Zweikampf wir uns erstmal bieten. Und jetzt haben wir natürlich noch geklärt. So, jetzt geht es schon wieder los in die andere Richtung. Das war abseits. Genau, das hat man ja schon gehört. Und Jaucher wird ausgewechselt. Trotz seines Tores. Er wird wahrscheinlich geschont. Sehr gut gesehen. Schuss! Ah, vorbei. Aber momentan sind wir die dominierende Mannschaft. Dominierende Mannschaft, so rum. Mit Köpfchen gespielt. Direkt mal geschossen. Oh! Knappes Ding. Mensch, hier qualmen die Füße. Abstoß vom Tor. Und hoch. Ein guter Laufpass. Eine Flanke. Ein Kopfball. Oh, und schon wieder vorbei. Oh, irgendwie haben sie heute nicht so mit dem Tor schießen, habe ich das Gefühl. Und so, Leute. Steht zwar 2:0, aber trotzdem. Ich würde fast denken, das war ein Glückstor. Ja, und so. Der Ball ist fort. Einwurf für uns. Und schon wieder ein Wechsel. Aber wir können die ja wechseln. Guter Pass nach oben, ja. Das war von der Idee her nicht schlecht. Ja, da kam es aber nicht an. Und Gulaschi klopft den Ball nach vorne. So, Porto wird sich wieder wach. Oh, wir schlafen immer weiter ein, habe ich das Gefühl.
In der 74. Minute steht es 2:0 für uns. Eckball für den FC Porto. Und wir hoffen, wir gewinnen das Ding noch. Nicht, dass sie jetzt irgendwie auf dumme Ideen kommen. Die Portugiesen. Ja, aber fast ein gutes Foul. Muss man fairerweise sagen hier. So, Einwurf für uns. Gelbe Karte noch nachträglich. Na schön. Für Tete. Upsa. Ball kommt sehr gut. Der Angriff folgt. Ach, schon wieder leichtsinnig verloren. Was machen die denn hier? Egal. Diese Vollpfeifen. So, 83. Minute. Trotzdem. Der Einsatz. Rumst die bloß weg. Na, es war aber Ferg vom Ball getrennt. Einwurf FC Porto. Ja, das sieht gut aus. Laufpass. Oh, der war zu weit. Viel zu weit. 3 Minuten noch. Dann ist das Europa-League-Spiel vorbei. Und wir scheinen die Gewinner zu sein. Ningelball wieder hier oder so. Hä? Oh, jetzt Porto mit Angriff. Gulaschi. War raus. Und das Tor zählt sogar nicht. Es war ein Abseitstor. Ist schon fast schön. 2:0 für uns. Halten wir den Ball noch ein bisschen. Ball halten, Mensch. Nicht Ball verlieren. Und damit ist es verendet. 2:0 Sieg in der Europa League gegen den FC Porto. Das Hinspiel. Ich glaube, hier gab es ja auch Rückspiel. Von daher alles gut. So, mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt gehen wir die Tabelle weiter. In der Bundesliga. Wir führen aber nach unserer letztmaligen Niederlage gegen Frankfurt immer noch die Tabelle an. Aber es ist natürlich alles sehr knapp. Delft wurde gesperrt für ein Spiel. Alles klar. Das ist ja nicht unser Problem. Wissen ja bloß die Spieler. Somit legen wir danach vor allem in der nächsten Folge nach mit dem FC Augsburg. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, macht's gut. Euer Jaro. Fortsetzung der durchgeknallten Knalltüten folgt, sobald eine neue Folge verfügbar ist. Bitte warten. Und so.